Hallo zusammen und es geht weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Schade, ich muss wieder gegen alle Drohnen hier kämpfen. Ich dachte, ich könnte weitermachen, wo ich aufgehört habe. Egal. Das sollte ich jetzt schaffen und Zeit genug habe ich heute auch zum Zocken. Also sehen wir mal zu, dass wir hier die Drohnen plus die Claw-Elemente ausgeschaltet kriegen, um dann endlich Leon Ferris gefangen zu nehmen und dann hoffentlich mein Ex-Kumpel, oder ist ja noch mein Kumpel, Midas zu finden. Den muss ich ja auch noch befreien. Sterben Sie nicht einfach und machen Platz für das wahre Wunderland. Ganz miese Nummer. Giftgas plus Mörser. Aber man kann diese großen, ich glaube das Zeug heißt Behemoth-Drohne, wenn es denn eine war, ich war mir jetzt, bin mir nicht so sicher, ich glaube die ist ein bisschen kleiner als eine Behemoth oder ist vielleicht doch eine Behemoth, kann man zerstören, indem man zwischen die Kettenglieder schießt, so wie ich das gemacht habe.
Da ist sie verwundbar. Das hat mir ja in einer anderen Mission in Episode 1 mal ein, na, der Drohnenwissenschaftler erzählt. Selbst wenn sie Klar zerstören, halten sie das Unvermeidliche nicht auf. Die Zukunft wird kommen. Unsere Zukunft. Unser Wunderland. Es ist vorbei. Sie entkommen nicht. Ich will Immunität. Ich will jemanden von der Regierung sprechen. Ich habe Informationen, wertvolle Informationen. Einigen wir uns. Was? Was geht hier vor? Was zum Teufel? Das Spiel ist aus. Sie glauben, Sie können mich aufhalten? Sie sind die alte Welt. Ich kann eine ganze Armee mit meinen Gedanken steuern. Ich bin die Zukunft. Schon besser. Bekommst du jetzt die Freigabe für einen Bodenangriff? Mach du hier weiter Druck. Ich sorge dafür, dass ihr vor die richtigen Leute in Washington kommt. Davon abgesehen, habe ich gelernt, nie was zu versprechen. Weißt du, bei Echelon gibt es sicher einige, die einen Schlangenfresser wie dich gerne kennenlernen würden. Ja, das wird erst mal warten müssen. Ich habe hier noch so einiges zu erledigen. Stimmt. Nur das zählt. Lass niemals einen Bruder zurück. Na, interessant. Das scheint ja ein Riesenskandal hier zu sein, wenn man sieht, wer hier alles bestochen worden ist. Selbst Peter Miles, CIA, wurde bestochen. Und dann die anderen wichtigen Jungs im Secret Service, im Ministerium für Transport, Verteidigungsministerium beim CIA. Wahnsinn.
zum Teufel? Meides? Meides! Komm schon, du blöder Sack! Hey, guck mal, wer da ist. Holt? Verdammt schön, dich zu sehen, Bruder. Danke, Boss. Du siehst scheiße aus. Ja. Du siehst auch nicht besser aus. Also, die haben mir echt wehgetan. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ausgehalten hätte. Wo ist Weaver? Er hat's nicht geschafft. Hey, es gab nichts, was wir hätten tun können. Er war ein guter Mann. Der Beste. Aber der Einsatz geht weiter. Euch hat's beide übel erwischt. Aber ich werde auf jeden Fall eure Hilfe brauchen. Wie sieht's aus? Gut. Denn das hier ist noch nicht vorbei.
Episode 2 scheint damit erledigt zu sein, aber es hieß ja, es geht weiter. Und das schaue ich mir jetzt noch an, damit ich weiß, was ich in den nächsten Tagen spielen kann. Befehl von ganz oben, ja. Benutzen Sie das Funkgerät, gut. Also muss ich jetzt in Arrowan hier schnell das Funkgerät suchen. Ich glaube, das ist links von mir, weil momentan sehe ich keins angezeigt. Was ist da noch? Nichts, gut. Das sah gerade so aus, als wäre da noch was gewesen. Nun komm. Funkgerät, wo bist du? Hallo? Naja, vielleicht buggt es wieder ein bisschen nicht. Dann laufe ich mal ein bisschen nach links und rechts. Dann wird mir das sicherlich angezeigt werden. Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte? Irgendwas bewirkt? Eine Gruppe Outcasts hat mir da draußen den Arsch gerettet. Vielleicht sollte man sich doch... Robert, Scott Mitchell hier. Sir, schön, Sie zu hören. Ich habe die Berichte über Ihren Aufenthalt auf Aurora gesehen. Gute Arbeit. Die Verschwörung ist aufgeflogen. Aber der FSB hat uns mitgeteilt, dass sich Stone mit einer Gruppe russischer Ultranationalisten eingelassen hat. Sie haben einen riesen Vorrat an chemischen Waffen. Wir glauben, dass sie die Drohnentechnologie nutzen wollen, um einen koordinierten Terrorangriff auf die USA durchzuführen. Das Leben von Millionen Amerikanern steht auf dem Spiel. Sie müssen diese neue Organisation ausschalten, indem sie ihre Führungsriege eliminieren. Stone hat die höchste Priorität. Ich schicke Ihnen aktualisierte Infos mit den wichtigsten Zielen. Das kommt von ganz oben. Aber da im Kongress und auch sonst alle Augen auf uns gerichtet sind, können wir keine Hilfe schicken. Verstanden, Sir. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Wir zählen auf Sie, Nomad. Viel Glück. Das klingt spannend und bringt hoffentlich einige Stunden neuen Spielspaß in Ghost Recon Breakpoint. Ich sage aber erstmal danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut, wir sehen uns dann in Episode 3.